Ja, Leute, ich bin hier am Stand von Rheinerft Aquaristik und hier ist auch die Firma Silent Wave durch Marc und Marc vertreten, korrekt? Genau, ja. Wir hatten uns schon mal Anfang des Jahres getroffen auf der Maze. Nee, Reefmania. Reefmania, ja, komm mit dem Februar. Ganzen Messen durcheinander, meine Güte. Genau. Dreheinheiten sind ja momentan Avogue. Gibt es ja mittlerweile so viele Hersteller. Was macht eure Dreheinheit so besonders? Naja, das Besondere an der Dreheinheit ist, dass sie einen Schrittmotor hat und somit hört man da kein Tickern oder sonst irgendwas. Sie hat quasi, sie macht eine flüssige Bewegung und was sie auch noch auszeichnet ist, wenn man sie einschaltet, braucht sie keine Kalibrierungsfahrt. Also ich sehe bei ganz vielen Herstellern, dass sie irgendwie auf Anschlag fahren, irgendwie Kalibrierung machen. Das wäre ja nicht so. Dann steckt sie an, sie erkennt direkt, wo sie sich befindet und ja. Das Ganze ist direkt los. Das Ganze ist App-gesteuert? Ja, das Ganze ist App-gesteuert. Das heißt, man kann sich eine App runterladen für iOS-Geräte und für Android. Die Einheit verbindet sich mit WLAN, also mit dem Heimnetz. Und da geht alles. Das übliche 2,4 GHz, genau, ne? ist Standard. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ist so, Leute. Macht's einfach. Die haben eine höhere Reichweite. Deshalb nimmt man das. Genau. Und da geht alles einfach übers lokale Netz. Ohne Cloud, ganz wichtig. Also man braucht jetzt nicht irgendwelche Anmeldedaten, irgendwelche Passwörter oder sonst irgendwas. Einfach App runterladen, einrichten, fertig. Okay. Ich sehe hier zwei verschiedene Varianten. Das ist die Variante, die ihr jetzt momentan vertreibt. Genau. Kostenpunkt 150. Momentan der Messepreis 150, regulär 175. Okay. Was brauche ich noch dazu? Nur den Pumpenhalter. Nur den Pumpenhalter? Nur den Pumpenhalter. Steuerung, alles ist in der Einheit integriert. Okay. Genau. Also es sitzt im Deckel, da geht nur ein Kabel raus, es geht zur Steckdose mit einem kleinen Steckernetzteil. Ja. Also da brauchen wir nicht zu. Ich wollte gerade sagen, hier sind aber zwei Kabel dran. Ja, irgendwie muss die Pumpe ja auch Strom kriegen. Ne? Genau. Also die Pumpe ist separat. Das heißt also, jede Einheit ist für sich dann ein Empfänger und Sender, beziehungsweise die muss ich dann separat über die App dann einbinden. Ja. Okay. Ja. Obwohl es auch so ist, dass die App sich das WLAN-Passwort merkt. Das heißt, eine Einrichtung von einer neuen Einheit geht innerhalb von 10 Sekunden. Draufklicken, speichern, fertig. Gibt auch kein Problem, wenn 5 GHz Netz an ist? Nein, das gibt gar kein Problem. Ja, ich frage für einen Freund. Ne? Ja, das hört sich schon mal gut an. Die zweite Einheit ist jetzt für Nano gedacht. Die wird es dann irgendwann demnächst geben? Die wird es demnächst geben. Das wird wahrscheinlich noch so 2-3 Monate dauern. Kommt die raus und ist halt, wie gesagt, für Nanobecken ein bisschen schlanker, ein bisschen eleganter. Wo liegt die preislich? Ganz schwierig, können wir noch nicht sagen. Auf jeden Fall günstiger als die große. Aber wie viel ist ja sehr viel weniger Material. Ne? Aber wie viel günstiger, das weiß ich noch nicht. Okay. Ja, entsprechende Pumpenhalter habe ich gerade eben schon mal abgefilmt. Habt ihr auch von allen möglichen Herstellern. Variante zum Anbringen. Einmal den reinstehenden Steg und einmal als Pool-Variante. Das passt auch von den Pumpen her überall, dass das genug Luft ist. Ja, das passt. Bei den Glasstegen oder bei dem Poolbecken ist es so, dass es natürlich auf die Glasstärke ankommt. Aber da haben wir Halter, die gehen hoch bis zu 19 mm. Okay, also da sollte man mit hinkommen. Ja, also auch für die großen Poolbecken haben wir an der Frontscheibe die 19 mm. Genau. An den Seiten haben sie meistens 15. Das passt dann somit. Ja. Ansonsten, wenn was oben nicht passt, irgendwas nicht passt, wir können auch jederzeit irgendwelche Sonderanfertigungen machen. Wir hatten schon Kunden. Und schon wieder gilt das Gleiche, was ich eben bei 3DERS gesagt habe. Sprechenden Leuten kann geholfen werden. So ist es. Ja, ich hatte nämlich unter anderem, um es jetzt mal ganz offen und ehrlich zu machen, diese Pumpe dreht 180 Grad. Beziehungsweise die Dreheinheit, nicht die Pumpe. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel Dreheinheiten, wisst ihr ja alle, die drehen etwas weiter. Da habe ich gefragt, geht das? Ist das technisch machbar? Theoretisch ja. Ja. Das heißt also, könnte man dementsprechend dann auch so anpassen, wie man das gerne hätte. Ja, am besten einfach mit uns reden. Genau. Da finden wir immer eine Lösung. Wir haben hier auf der Seite einen schönen QR-Code. Den könnt ihr abscannen. Sieht man den? Ja, ich befürchte schon. Und da kommt man direkt auf eure Seite. Genau. Und da gibt es auch unten ein Kontaktformular. Kann man einfach ausfüllen. Und dann antworten wir drauf. Ja, sehr schön. Ich schaue mir das nochmal etwas genauer an. Und vielleicht setzen wir es auch irgendwann mal bei mir ein. Werden wir sehen. Gut. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass du was erzählt hast. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.